Aber es wird nicht schlecht. So. Also, genug der... Was halten Sie von den Angara, alter Mann? Stark, ehrenhaft, Überlebenskünstler. Es ist eine Weile her, seit mir eine neue, freundliche Spezies begegnet ist. Das letzte Mal waren es die Menschen. Ach ja, richtig. Sie haben den Erstkontakt mit ihnen ja selbst erlebt, nicht wahr? Wenn ich mich recht erinnere, waren meine exakten Worte: Es ist mutig, so matschig zu sein. Wissen die, dass sie hauptsächlich aus Wasser bestehen? Oh, das ist hart. Lassen Sie das nicht Ryder hören. Tja, ich bin schon da. Tja, das ist nun mal so. Die Menschen bestehen nur aus 92% Wasser. Und trotzdem sind wir ein bisschen härter. Nur weil ihr hier so vertrocknet seid? Stummelschwänzchen? Ganz ehrlich, Mann, dafür, dass das so knallharte Typen sind, sieht dieser kleine Stummelschwanz hinten einfach niedlich aus, wie von so einer Schildkröte. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich kann beim Kroganer kann ich nicht furchterregend sein. Ist einfach nur eine gepanzerte Schildkröte für mich. Ryder, kennen Sie Spender? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Kroganer verarscht und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Pinecheck am Arsch? Wollte er mir gerade einen Witz erzählen oder irgendwelche Tipps über die Cats? Ist das eine Redewendung? Den Kampf im Allgemeinen? Tja, mal sehen. Normale Cats sind ziemlich simpel gestrickt. Sie müssen nur hart genug zuschlagen, dann sterben sie wie alles andere auch. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Kirsche sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Berufene sind ziemlich nervig. Sie sind schnell und erzeugen irgendeinen komischen Nebel, der sie und ihre Freunde verbirgt. Sobald man einen Berufenen erledigt, verschwindet auch der Nebel. Sie sollten sie also möglichst schnell ausschalten. Wenn Sie mich fragen, sind sie die perfekten Ziele für Granaten. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, was auch eine Verbesserung in Sachen Konversation ist, dass man jetzt immer hier dieses weitere Kampftipps, ich glaube, man konnte dann immer nur einmal fragen, dann musstest du wieder ein paar Mal spielen und dann kam der nächste Tipp. Ich glaube, jetzt kann man andauernd diese Tipps durchfragen, bis er dann sagt, ich habe nichts mehr. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Mit den Cat stimmt irgendwas nicht. Diese gnadenlose Verbissenheit. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Okay, Erwählte. Es ist nicht gut, wenn einem zu viele von denen auf einmal zu nahe kommen. Ziehen Sie sich einfach zurück, wenn Sie Ihre Schilde treffen, und überlassen Sie sie mir. Ich wette, die sind es nicht gewohnt, von einem Kroganer überrannt zu werden. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Feuer und Sprengstoff sind wirkungsvoll gegen alles mit einer schweren Panzerung. Und eigentlich auch gegen alles andere. Normalerweise lässt sich niemand gerne im Brand stecken. Normalerweise? Da steckt doch eine Geschichte dahinter. Ja, davon können Sie ausgehen. Sie sagten, normalerweise würde sich niemand gerne in Brand stecken lassen. Ich hatte gehofft, dass Sie deshalb nachfragen. Also, vor etwa 400 Jahren, plus minus ein Jahrzehnt vielleicht, saß ich mit meinen Jungs im Kampf gegen eine andere Söldnergruppe in der Falle. Also habe ich meine übliche Masche abgezogen. Ich bin vorgestürmt, um ihre Barrikade zu durchbrechen. Ich habe meinen Flammenwerfer rausgeholt und wollte gerade loslegen, als sie alle, wirklich alle, schreiend weggerannt sind. Die Sache war die. Ich war bei meinem Vorstoß durch eine Kiste mit turianischem Brandy gerannt. Ich hatte nicht mal bemerkt, dass ich in Flammen stand. Sie aber schon.
Ich habe noch nie eine Söldnerbande gesehen, die so in Panik geraten ist. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Älteste, die sollten Sie auf Abstand halten. Lassen Sie sich auf keinen Fall in Ihren Kraftfeldern einfangen. Am besten zerstören Sie einfach diese kleine Kugel und schießen ihnen in den Kopf. Fall erledigt. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Kolosse, wow. Kleiner, selbst ich lege mich mit denen nicht im Nahkampf an. Halten Sie also auf jeden Fall Abstand. Und schießen Sie auf die roten, fleischigen Bereiche. Oder zur Not ins Gesicht, falls Sie sie frontal angreifen müssen. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Erschießen Sie alles, was Ihnen in die Quere kommt. Und bleiben Sie am Leben. Das funktioniert immer. Ja, Universaltipp 42 ist das. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Erschießen Sie alles, was Ihnen in die Quere kommt, okay, und bleiben Sie am Leben. Das funktioniert immer. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitscheck am Arsch. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist, ein Anfang von einem Witz oder... Einfach nur auf Kroganisch heißt, schieß los, stell mir deine Fragen. Wie ist es so, Cash als Enkelin zu haben? Cash ist meine Rushan, Kind meines Blutes. Ich habe sie großgezogen. Und ich bin verflucht stolz auf sie. Sie hat sich gut entwickelt, selbst mit einem Großvater wie mir. Sie ist ehrlich. Und sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Tja, irgendwas muss sie ja von mir haben. Hat Lexi sie schon über Sam und seine Verbindung zu den Mitgliedern des Teams informiert? Ja. Wenn sie das Ding in meine Com-Einheit einklinken wollen, okay. Aber dann ist auch Schluss. Sich eine KI in den Kopf zu pflanzen und ihr einfach so Zugang zu allem zu gewähren, das schreit doch nach Ärger. Wieso sagen Sie das? Ich habe gesehen, was Bots anrichten können, wenn sie sich gegen ihre Schöpfer wenden. Ich war an einigen solcher Kämpfe beteiligt. Es hat schon einen Grund, warum diese Art der Forschung verboten wurde. Mit der Meinung sind Sie nicht allein. Ich wurde aus der Allianz entlassen, als bekannt wurde, woran mein Vater geforscht hat. Das wundert mich nicht. Ich schätze mal, damit war der Name Ryder ruiniert, hm? Mehr oder weniger. Naja, aber... Viele Leute haben halt einfach nicht genug Sicherheitsmaßnahmen, weil sie immer zu schnell gehen, weil sie denken, das Minimum reicht immer. Es gibt einen Grund, warum unsere Bremsen immer überdimensioniert sind an Fahrzeugen und nicht das Minimum haben. Ne? Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist nun mal, wie es ist. Passen Sie nur auf, dass sie sich nicht unabhängig macht. Falls das passiert, zahlen wir alle einen höllischen Preis. Ich wüsste gerne mehr über Sie. Na dann. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat sie erst spät in das Projekt geholt, richtig? Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen, diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Ja, sie kann sich durchsetzen. Definitiv. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro. Und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Also, was Ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben Sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Seit Jahrhunderten. Scheiße, seit weit über 1000 Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch Können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Erzählen Sie mir mehr über die kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort.
Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Landwirtschaft? Krogana bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrowurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Naja, das ist ja... Wieso haben die Kroganer die Nexus verlassen? Die Nexus wollte, dass wir Kroganer der Meuterei ein Ende machen. Im Gegenzug sollten wir in Stationsangelegenheiten ein Mitspracherecht erhalten. Aber Spender, Edisons Assistent, hat hinsichtlich der Abmachung gelogen. Und Tan ist hart geblieben. Zu hart. Also sind wir gegangen. Und Cash ist jetzt allein auf dieser Station. Befürchten Sie, irgendjemand könnte Cash etwas antun wollen? Tja, ich befürchte eher, dass sie Spender aus einer Luftschleuse wirft. Oder er versucht, ihr in den Rücken zu stechen und sie ihn dann ins All pustet. Tan wollte mir nicht glauben, als ich ihm erzählt habe, dass Spender an der Meuterei beteiligt war. Ich hatte keine Beweise. Und welche Rolle spiele ich bei dieser ganzen Sache? Die Dinge müssen geklärt werden, damit mein Clan auf die Station zurückkehren kann. Ohne Spender, der für Unfrieden sorgt. Und so wie ich das sehe, sind Sie für diesen Job vermutlich am besten geeignet. Naja, können wir so durchgehen lassen, würde ich sagen. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja? Betrachten Sie jeden als Kleinen? Wenn man bedenkt, wie alt ich bin, ja, so ziemlich. Eine ehrliche Antwort. Und Kleiner klingt besser als Jüngling, weil Jüngling ist automatisch immer nach unerfahren. Kleiner heißt einfach nur, dass man klein ist. Ich meine, ein kleines Kind kann auch mehr erlebt haben, aber ein Jüngling hat so gut wie gar nichts erlebt. Terraforming, Atmosphärenwandler, Gravitationsschächte, alles vernichtende Mörderblasen. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was in Helios auf uns zukommen würde, was? Ja, super. Ich habe mir ja noch nie einen turianischen Geek vorgestellt, aber genauso stelle ich mir den vor. Oder einen Krieg? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hätten wir das alles gewusst, wäre es ja kein Abenteuer. Es wäre einfach nur ein Umzug. Und wer mag schon Umzüge? Allein die ganze Packerei. Uah. Gutes Argument. Ich will einfach nur sagen, ich hoffe wirklich, Sie haben einen Plan, Ryder. Der Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen ein Zuhause finden und wir werden alles tun, was dafür notwendig ist. Ich mag Ihre Entschlossenheit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Ich meine, was bleibt uns auch anderes übrig? Die Alternative ist, es nicht mal wert, darüber nachzudenken. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Was ich mich ja gerade frage bei ihr, welche Stelle in ihrem Gesicht ist jetzt genau Metall? Das, was sie, dieses hellgraue, mehr weißliche, was sie lila angemalt hat? Oder hinten jetzt am Hinterkopf, wo man sieht, diese einzelnen Stellen? Oder, weil ich frage mich, wie das ist. Man kennt ja das Gefühl von, weiß ich nicht, blankem Metall hat ja, glaube ich, schon mal jeder gehabt. Raues Metall oder mehr so erzartiges, wenn man sowas anfühlt, fühlt sich ja auch ein bisschen an wie Stein. Wie das wohl komisch ist, der das Gesicht zu streicheln? Ist total, also für mich ist das, der immer so auf Körperkontakt aus ist, ist das, oh, wir können flirten. Oh, cool, machen wir mal. Ist das immer sehr interessant, auf jeden Fall. Weil, ich meine,
Stein kann ich mir vorstellen, aber Metall? Wie fühlt sich Metall als Haut an? Einfach Metall? Merkwürdig. Gibt es, abgesehen von Sid, noch jemanden in Ihrem Leben? Nein, es gibt nur Sid und mich. Es gab immer nur uns beide. Ich meinte, ob es vielleicht jemand Besonderen gibt. Jemand Besonderen? Oh, Sie meinen wie... Oh. Nein, gibt es nicht. Wer hat für sowas schon Zeit? Wie sieht's bei Ihnen aus? Ja, gerade aus dem Kälteschlaf, noch nicht viel Zeit gehabt. Universum retten, kennt man ja, ne? Nö, ich habe auch keinen. Ähnlich. Aber ich fürchte, wir werden nichts wirklich genießen, solange wir nicht jemanden haben, mit dem wir es teilen können. Ich hätte Sie nicht für einen Romantiker gehalten. Andererseits, wer sonst kommt schon auf die Idee, alles Vertraute hinter sich zu lassen, nur um vielleicht etwas Neues zu finden? Oh, wie auch immer. Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Das klingt, als würden Sie andere ausnutzen. Nicht doch. Ich besorge den Leuten, was sie wollen. Und sie wollen es wirklich. Sonst würden sie nicht dafür bezahlen. Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Auf ihrer rechten Brust dieses komische Symbol, ob das ihr Clan-Symbol ist? Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Tja, dafür, dass sie nicht militärisch ist, hat sie trotzdem noch eine relativ kühle Art. Aber es liegt vielleicht an ihrem Echsenblut. Haben wir jetzt eigentlich mit jedem gequatscht? Ich glaube, mit Cora habe ich... Alter, hier, ne? Ich mag das, dass man auch hier schon die neuen Tarnmuster sieht. Ah, das ist sowas wie eine Sternkarte. Das ist ja cool. Wird sich Pibi rüber freuen, über die hat ja auch so komische Farbspritzer auf ihrer Stirn als Make-up. Warum nicht? Cora, wo kriegen wir jetzt nochmal Cora her? Hier links, ne? Okay, dann Video und dann sind wir auch endlich durch. Hat ja nur ein paar Folgen gedauert. Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Wir hatten verdammt viel Glück, dass es dort einen Weg durch die Geißel gab. Ja, so viel Glück werden wir vermutlich nie wieder haben. Also, was gibt's sonst noch Neues? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Im Moment sind diese Asari auf Eos unsere einzige Spur. Wir sollten uns also möglichst bald mit ihnen unterhalten. Ist das Gleiche? Ich mache nur mal, um sicher zu gehen. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Im Moment sind diese Asari auf Eos unsere einzige Spur. Okay. Wir sollten uns also möglichst bald mit ihnen unterhalten. Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Eliteeinheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des speziesübergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Wie war Ihre Eliteeinheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athene-Nebel und noch weitergeführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Jede Zivilisation braucht jemanden, der sie verteidigt. Ja, und normalerweise entstammen diese Verteidiger der jeweiligen Zivilisation. Aber Asari-Jägerinnen sind verdammt anpassungsfähig. Da fragt man sich doch, wie unsere Miliz in 100 Jahren aussehen wird.
Das stimmt. Das stimmt. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Nö, nicht wirklich. Aber das ist auch interessant mit der Cora. Sie hat die Implantate abgelehnt, als wenn sie schon wüsste, dass damit was nicht stimmt. Denn wenn wir ja Kaidan, das ist ja der aus Teil 1, wo man sich entscheiden kann, ob er stirbt oder die andere Tussi, wovon ich gerade den Namen, der Ashley, ob die Ashley oder Kaidan er stirbt, wenn man den ja mitnimmt in Teil 2 und in Teil 3, da kann man ja vieles erfahren über die Implantate und ihn. Und ich glaube, man kann sogar eine Liebschaft mit ihm machen, aber erst im dritten Teil, im zweiten auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, da ist er auch nur so ein Nebencharakter. Der taucht da nicht besonders oft auf. Doch, der taucht nur einmal auf der Krankenstation auf, stimmt. Aber im dritten Teil kann man was über diese ganzen Implantate erfahren. Das ist echt ein heftiges Zeug. Und die erste Generation war eine absolute Katastrophe. Und da wundert mich, dass das, wenn man bedenkt, dass sie hier, weil ein-, zweimal was schiefgegangen ist mit einer KI, dass das gleich verboten wurde und wir unseren Namen verloren haben und was, blabliblub, dass sie das aber mit den Biotikern weitergeführt haben. Und da in der ersten Generation, mit der ersten Implantatgeneration auch eine Menge schiefgelaufen ist, und wir jetzt schon in der dritten Generation sind. Ja doch, auch da gab es, in dem Zeitraum gab es auch schon die dritte Generation im ersten Teil. Ist es doch interessant, dass das nicht aufgegeben wurde, ne? Keine Ahnung warum. Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen. Nicht, um mich zu verlieben. Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder? Ah, okay, das war schön. Das ist gut. Das ist schön. Kann man da? Sind Sie mit jemandem? Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen. Nicht, um mich zu verlieben. Heißt das, Beziehungen unter Asari-Elite-Soldatinnen sind okay? Es kommt vor. Wenn auch meistens nur für einen Einsatz. Asari bleiben normalerweise nicht langfristig mit jemandem zusammen. Ich schätze, wenn man erstmal seinen 500. Geburtstag gefeiert hat, lernt man eben, sich zu beherrschen. Naja, und du brauchst ja auch erstmal eine Spezies, die eventuell auch 1000 Jahre mit dir aushält, ne? Selbst ein Mensch, da bleibt nicht viel übrig, ne? Und mit einem Salarianer, da brauchen wir erst gar nicht anfangen. Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben Sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Okay, ich hatte jetzt eigentlich sowas wie bei Gambit von X-Men gehofft, dass er, der hat ja, wenn man ja so nimmt, ist das ja auch Biotik, dass er die denn so auf sie zugeschmissen hat und dann einfach so, pam, explodiert, aber naja. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elite-Soldatin für mich? Ich habe Janae immer gemocht. Sie war erst 200 Jahre alt und mit mir in der Einheit war sie nicht mehr die Kleine. Sie war ein biotisches Wunderkind. Einmal hat sie ein Flugabwehrgeschütz aus der Verankerung gerissen und damit ein paar Sklavenhändler zermalmt. Autsch. Sie haben nicht lange gelitten. Janae war eine gute Freundin. Vielleicht ist sie das immer noch.
Auch wenn sie mit Sicherheit keine Kleine mehr ist. Na, wir waren 600 Jahre im Schlaf. Die wird jetzt 800 Jahre alt sein. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elite-Soldatin für mich? Im Moment nicht. Aber vielleicht fällt mir ja später noch irgendwas Spannendes ein. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Also ich muss sagen, wie jetzt die Gespräche so gehandhabt sind, gefällt mir. Das hat sehr viel von Teil 1. Die Gespräche vorher waren locker wie Teil 3. Wenn ihr euch ja mal die vorigen Folgen im Vergleich anguckt, wenn wir da Konversationen gemacht haben, wenn wir mal die Grafikfehler und die komischen Gesichtsspastiken mal hier vorne wegnehmen, war es doch schon sehr eintönig, dass man jetzt doch ein paar mehr Sachen machen kann. Und vor allen Dingen, wie man das Gespräch führt, ist doch schon weitaus besser. So, mal gucken.